Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen Call of Duty Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir die Black Ops 3 Beta. Ich habe mir vorgenommen, mehr Gameplay aufzunehmen. Wahrscheinlich werde ich es auch live streamen. Und ja, da werde ich euch noch Bescheid sagen. Also wenn ihr ein Video in der Subbox seht, dann werde ich ein Video machen, wo ich es live streame, wenn. Oder auf Facebook sage ich euch Bescheid oder auf Twitter. Auf jeden Fall, hier, ich kann euch zum ersten Mal die Klassen zeigen, wie die hier aussehen. Und ja, das ist zum Beispiel hier die ARK, die neue AK, von der ich gesprochen habe. Ich will euch kurz mal zeigen, bevor wir ins erste Spiel losgehen. Wisst ihr was? Ihr könnt das jetzt mal euch einfach mal so ansehen. Ich werde es einfach mal überspringen. Das ist hier, ja, hier sind die Waffen. Hier sind die Sekundärwaffen. Eine Waffe kann hier drei Aufsätze haben. Ja. Und, oder sogar vier, was ist das hier? Primärwaffe bei Level 19 freigeschaltet. Oder sogar vier, nicht ganz sicher, aber es kann auf jeden Fall eine Menge Aufsätze haben. Hier sind die Granaten, hier sieht man Semtex, Stolperfalle, Thermit, Kampfaxt, C4. C4 ist übrigens nicht mehr so OP hier wie in Black Ops 2. Hier sind die Perks. Die andere kann ich leider noch nicht nehmen. Leider. Also das werden wir noch alles sehen. Ich will erstmal einfach nur ein Spiel starten. Ich bin einfach so aufgeregt. Ich spiele ein ganz normales Team Deathmatch Spiel. Mit der AK. Ich kann noch nicht allzu viel wählen, leider. Hier habe ich noch sogar eine Sniper ausgewählt, einfach so. Und ja, wir können ja so lange warten. Die habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Wir müssen erst Level 2 erreichen. Finde ich richtig gut, dass man für die Waffen auch Level freischalt erreichen muss. Weil, wenn man alle Waffen, irgendwie vor allem die besten Waffen gleich am Anfang hat, finde ich das ein bisschen blöd. Obwohl die AK ist einer der besten. Aber ja. Okay, let's go. 22 Sekunden Restzeit. Restzeit meine ich. Okay, wir können zwischen Haunted, Combine und Geheim entscheiden, natürlich. Wo ist mein Lobby? Ich weiß nicht, wo mein Lobby ist. Bin ich da alleine? Zocke ich alleine? Alter, zocke ich alleine oder ist hier noch jemand? Wie jetzt? Zockt das überhaupt jemand? Weil ich habe das ein bisschen früher. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der das zockt. Yay! Hier ist jemand! Hi! Hi, Leute, alles klar? Was ist das? Scott Informerit. Digital Spy. Okay, das sind alles Presseleute, die online sind wahrscheinlich. Okay. Höchstwahrscheinlich, die müssen ja die Berichte über Black Ops 3 schreiben und das Ganze. Und YouTuber. Presseleute und YouTuber, glaube ich, bis jetzt. Okay, wir müssen auf zwei, drei weitere Spiele warten, meinetwegen. Oh Gott, das Spiel beginnt. Okay. Es geht los. Huh. Es ist nur ein 3 gegen 3, weil es noch nicht so viele Leute spielen. Es geht ja auch gar nicht, also. Okay, ich sehe sogar mein Team dort. Cool. Das ist der Oh, ich sehe Teams im Ladebildschirm. Kann sein, dass es so ein bisschen wie bei League of Legends ist, sag ich mal. Im Ladebildschirm sieht man das ja auch. Okay, let's go. Okay, ich habe noch gar nichts eingestellt, glaube ich. Also gar nichts. Okay. Ey, kann man das sogar die gegen alle stummstellen? Laden und entsichern. Okay, das sind wir. Wir haben hier so einen ganz kleinen Boost, seht ihr, aber das ist nicht zu vergleichen wie mit Advanced Warfare. Ich gehe mal rechts lang. Boah, die Musik, Alter. Hab noch gar keine, ich habe gerade gar kein Gefühl in der Hand, muss ich sagen. Okay, da kommt einer hundertprozentig durch. Okay, wo sind die? Wo sind die? Hier spawnen die, by the way. Hier sind die gespawnt. Ich sehe die nicht. Haben wir überhaupt Gegner? So, jetzt kann man hier langlaufen. Ich glaube, solange man will. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht zu vergleichen mit Advanced Warfare. Wenn man hier springt. Oh, hi. Oh mein Gott, der erste Kill. It was the first kill, man. It was so. It's so wonderful. Beautiful and wonderful. Natürlich kommt der Typ da lang, was auch sonst. Ich glaube, ich spiele so wieder gegen Presseleute, die nicht allzu gut sind, sage ich mal. Okay, ja, ich glaube, das tue ich. Ja, ich tue es. Die sind nicht allzu gut. Oh, hi. Okay, ich sollte den nicht unterschätzen. Aber ich spiele hier Team Deathmatch. Das heißt, das geht hier um die Kills. Ich spiele übrigens mit meinem Astro wieder. Ey, ohne Scheiß, das Headset ist so scheiße gemütlich. Es ist das 100% das gemütlichste Headset, was es gibt. Wow, nice, nicht schlecht gemacht. Okay. Das gemütlichste Headset, was es gibt, ist es meiner Meinung nach. Okay, das ist zwar komisch, was auch immer der gemacht hat. Okay, man kann hier übrigens auch im Laufen nachladen. Ich laufe mal wieder hier lang, um euch das ein bisschen zu zeigen. Also,
Oh, ihr habt gesehen, ihr habt gesehen. Ich hatte wenig... Ey, es ist wirklich gefährlich, da lang zu laufen. Aber ich glaube, der Typ wird dasselbe tun. Nein? Ernsthaft nicht? Okay. Geht er da... Nimmt er nicht die Wand? Oh, wir sind mehr Leute. Ich glaube, es sind ein paar Leute nachgejoint. Ich habe Angst, dass hinter mir jemand kommt. Ich glaube einfach mal hier lang. Werden die nicht erwarten. Weil es auch sonst jemand erwarten würde, dass man hier lang läuft. Das war natürlich doch Ironie, da läuft irgendwie jeder lang. Spawn die nicht hier? Ich will die ein bisschen spawn-trappen. Oh. Mein Aiming, what the fuck? Okay, die spawnen jetzt nicht mehr hier. Boah, die Waffe ist sehr präzise, by the way. Wie kann ich das jetzt einsetzen? Ah, okay. Ich weiß wie. Das ist sowas, wenn man in der Luft ist, kann man das einsetzen. Ziemlich, ziemlich stark. Oh, der Dead Switch ist drüber ja, das hätte ich merken müssen. Okay, jetzt läuft es für mich nicht ganz so gut. Okay, jetzt sind mehr Leute da wenigstens. Was sehr geil ist. Okay, okay. Oh, da ist jemand. Okay, das ist eine sehr OP-Stelle, finde ich. Aus irgendeinem Grund achtet hier niemand drauf. Kommt hier jemand? Okay, normalerweise müssten die das spawnen. Aber ich sehe sie jetzt nicht. Jetzt spawnen wir dort. Euer Ernst, Alter. Wow. Hier laufen... Wo sind Gegner? Ich sehe keine Gegner. Ach, da hinten. Oh mein Gott. Das war... Oh, hinter mir, glaube ich. Wo sind Gegner? Ich sehe kaum Gegner. Ach, da. Hab dich gesucht, Bro. Hab dich gesucht. Und letztendlich gefunden. Oh mein Gott. Ich hab gar nichts unter Kontrolle. Ich habe gerade gar nichts unter Kontrolle. Auf der Gamescom habe ich besser gespielt, aber ich bin auch so aufgeregt, Leute. Ich bin auch so aufgeregt. Okay. Ich habe ein bisschen Probleme, die zu finden. Bin ziemlich... Oh, ich bin gerade... Spawn... Die kommt... Na, der kommt... Nice. Nice, nice. Ich liebe den Sound des Spiels. Das ist so Hammer. Ihr seht, es ist wie Black Ops 2. Ich kann euch das einfach versprechen. Oh, shit. Ich wusste es, war aber verdammt knapp. Ich werde mal ein bisschen campen. Mal sehen, ob das hier... Oh, die spawnen genau vor mir. Okay. Feindliche Drohne gesichtet. Wo sind die? Okay, hier nicht auf jeden Fall. Der läuft da lang. Normalerweise müssten die genau hier spawnen, aber... Okay, tun sie nicht. Die spawnen dort hinten. Hab dich. Level 3. Okay, die Waffen können wieder aufleveln. What the fuck? Dieses Spiel ist so Hammer, ohne Scheiß. Ihr habt gesehen, das macht gar keinen Sinn. Er ist gesprungen. Das ist nicht so wie bei Advanced Warfare, dass man da einen Vorteil hat, wenn man schnell springt. Oh mein Gott. Ich habe meine erste Killstreak. Nein! Das war ein blöder Spawn. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Das war ein richtig blöder Spawn. Digga, du weißt doch eh, dass ich da lang gehe, oder was, Alter? Das war doch klar, dass ich da lang gehen werde. Oh, der, okay. Der Gegner wurde... Nein, mein Teammate wurde geowned. Nice. Nice, jetzt finde ich ein paar mehr Gegner, das ist ein bisschen besser. So. Granate! Granaten sind hier sehr stark übrigens. Ihr habt gesehen, ich habe die gar nicht mehr gesehen, trotzdem noch tot. Ja, bitte Hellstorm-Regen bei meinem Ziel. Wow. Oh. Yay! Beide Kills bekommen. Kommando, benötige Drohnenunterstützung. Okay, ich will mal dieses Teil einsetzen, was ich da habe. Ich will mal jemanden damit killen. Kommt er hier lang? Yay, ich hab ihn gekillt damit. Holy shit. Habt ihr es gesehen? Hab ihn damit gekillt. Nice, Mann. Drohne, Baby. Drohne ist hier sehr stark. Oh ja. So. Was? Okay, ihr seht einfach, es in der Luft sein ist hier einfach ein Nachteil. Das ist einfach so. Also es ist nicht so, dass das irgendwie der übelste Vorteil wäre oder so. Nein, es ist das Gegenteil. Danke für die Arbeit. Drohne für das Einsatzgebiet.
Ich spiele übrigens ohne meinen Scarf momentan. Weil, erkläre ich euch im anderen Video. Okay, vorsichtig. Ich kann auch meinen Scuff irgendwie seit dem neuesten Update und nicht ohne Kabel anschließen, was verdammt nervt. Ich habe keinen Bock mit Kabel zu zocken, sage ich mal. Habe ich gerade mit meinem normalen Controller auch getan, aber das ist leider seit dem neuesten Update, so kann man kein... Nee, Moment mal. Abgeschossen. Nee, der... Nee, auf der PS3, genau auf der PS3 kann man den nicht verwenden, ohne Kabel. Und auf der PS3 habe ich die ganze Zeit gezockt. So ist das. Okay. Jetzt kommt ein bisschen mehr Action, das finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich weiß nur leider gar nicht, von wo die kommen. Aber habt ihr das gesehen? Dieses Teil ist so Hammer, das sieht auch so geil aus. Wow, der Typ kam so... Alter Schwede, what the fuck. Also das Gameplay ist echt nicht gut, ich bin echt so aufgeregt, ich kann es gar nicht glauben. Nice. Aber diese Waffe ist verdammt geil, die ist präzise. Ich mag die Waffe, die killt. Also man stirbt hier allgemein. Wow, das war geil, das will ich sehen. Das ist dieser Bogen, auch so eine Hammer, habe ich auch im Trailer gesehen. Ist auch mal so ein Skillbogen, da kann ich mir so Top 5 feindliche Drohne Momente of the Week oder sowas vorstellen. Wo Leute das quasi, ja. Da, ba, ba, ba. Woo. Wenn das nicht geil ist, habe ich keine Ahnung. Nice, Bro. Alles klar? Und jetzt, wenn jemand kommt... Achtung. Ich will jemanden wieder so töten zum Schluss. Ich will jemanden auf jemanden springen. Feindliche Drohne nähert sich, scheiße. Ich will jemanden so töten. Mit L1 und R1 geht das jetzt hier, by the way. Ey, meine Teammates sind weg, glaube ich. Sind meine Teammates weg? Nein, das war schlecht. Hinter mir. Nein! Oh. Das ist übrigens richtig geil für... Ich habe es jetzt einfach so eingesetzt. Ist richtig geil für, wenn man die Flagge verteidigen will. Man kann da übrigens in die Mitte sein, wie ihr schon im Video gesehen habt. Okay. Nice, vielen Dank, Bro. Vielen Dank. Okay, let's go. Nice, wir haben gewonnen. War sehr nice. Ich war nicht der Beste. 28-12. Das war hammergeil. Das hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Okay, ich glaube, ich werde einfach noch ein Spiel spielen hier in diesem Video. Ja, ich werde einfach noch ein Spiel spielen. Ich sehe keinen Grund, wieso nicht. Das hat extrem verdammt viel Spaß gemacht. Das ist unglaublich. So ein Spiel, ich weiß nicht. Nee, das hat. Okay, das hat normal durchschnittlich lang gedauert. Also, COD-Spiele sind einfach nicht allzu lang. Nice, okay. Tio, okay. Ich bin leider nur Zweiter von der Punktzahl her, weil bei Team Deathmatch geht es halt nur um die Kills. Hat er gut gemacht. Ich bleibe jetzt mal hier in der Lobby. Die Gegner sind sogar schon geliebt. Okay, ihr seht auch schon die Namen so. Das sind halt YouTuber-Namen, Presse-Leute-Namen, zum Beispiel COD Informati irgendwas. Wir sind Level 2. Das heißt, wir können neue Sachen benutzen. Ich werde einfach mal gucken. Hier. Sturmgewehre, MPs. Wir können ja eigentlich... Oh, nice, wir können das freischalten. Nee, das ist noch Level 3, das ist geil. Okay, wir werden einfach mal die Waffe benutzen jetzt. Mal sehen, was das genau ist. Ich würde gerne... Ne, Aufsätze kann man auch nicht benutzen, aber ich will mal die Waffe gerne wechseln. Wir können aber hier mal was benutzen. Ah, Level 3 brauchen wir dafür, was? Okay, das habe ich nicht gewusst. Hier brauchen wir auch Level 3 für und wir sind auch Level 3 für. Okay, wir müssen... Also ich habe jetzt einfach mal eine andere Waffe genommen. Oh, schon wieder... Leute, ernsthaft? Euer Ernst? Schon wieder dieselbe Map? Boah, nee, sorry, dafür kann ich gar nichts, aber ich will jetzt nicht die Lobby wechseln, weil ich habe das Gefühl, ich werde die sonst nicht wiederfinden, deswegen bleibe ich hier jetzt einfach mal. Ich habe übrigens wieder die Oldschool-Webcam eingesteckt, also nicht meine professionelle Kamera, obwohl die ist auch schon alt, aber die ist besser als meine Webcam, mit mehr FPS und sowas, aber ich dachte mir, für Call of Duty ist das nicht nötig, dann mache ich lieber eine normale Webcam an. Okay, das ist die Waffe, die ich nehmen wollte, oder? Das ist die, wieso sehe ich die Namen hier nicht? Finde ich ja echt ein bisschen blöd. Ne, ich sehe den Namen nicht. Okay, egal. Ja, wir spielen mit dieser Waffe hier. Wir werden gleich sehen, wie die heißt. Oh, Man of War. Man of War. Automatisch. Man kann die, ich glaube, auch umstellen. Wieder Team Deathmatch, by the way. Nur mit einer anderen Waffe. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Ist das... Was zum Teufel ist das? Ist der Anfang nicht geil in COD? Das kann mir keiner sagen. Dass das nicht geil ist. Hinter mir, wahrscheinlich von hier. Oh, shit. Diese Waffe ist sowas von Long Range, Alter. Shit.
Oh, ich muss pinkeln. Aber ich will nicht. Ich gehe nicht pinkeln, ne? Wow, ernsthaft? Komm schon, Digga. Das hätte ich mir die... Oh, jetzt spawnen wir alle in einem Flag. Ohne Scheiß. Nice! Okay, das ist mir auch passiert. Keine Sorge, Bro. Okay. Mit der muss man ein bisschen auf längere Distanz bleiben, aber... Nein, 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 nein! Ich bin so dumm! Oh, ich hab die ganze Taktik... Okay, das Spiel läuft gar nicht für mich. Okay, hier muss man aufpassen. Ich laufe hier lang. Ich will mal, dass jemand gleichzeitig mit mir langläuft. Oh. Ah! Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Das ist verdammt schrecklich gerade. Ich habe am Anfang so einen richtig geilen Kill bekommen. Und dann hat es aufgehört. Oh. Die Waffe ist aber stark. Aber man muss mit der lernen zu spielen. Wow. Also, es gibt ja... Habe ich das Gefühl... Es ist... Ey, die Waffen sind echt krass. Oh. Bro, wenn du rauskommst, bist du tot. Nein, ich konnte mich nicht schnell genug drehen. Und er ist einfach lang gegangen. Okay, jetzt sind wir diejenigen, die euch spawn-trappen werden. Obwohl, ich glaube, das ist gar nicht möglich hier, nicht ganz sicher. Ich spiele so schlecht, ich habe 4 zu 6. Das ist eine meiner schlechtesten Runden. Ich hatte schon mal eine schlechte, das war eine, da wurden wir in Herrschaft gespawn-trapped. So. Abgeschossen. Okay, die spawnen hier. Wo sind die? Oh, das bist du, Teammate, okay. So, hoch geht's. Oh mein Gott. Die Waffe ist verdammt OP, wenn es um den Fernkampf geht. Holy shit. Ist die OP, wenn es um den Fernkampf geht. Zerstören wir was. Wir haben was bekommen. Ja. Vielen Dank, Buddy. Ich bin ziemlich weak. Kann man Gegner hören? Ja, man kann Gegner gut hören sogar. Wow, yeah, baby, lass uns loslegen. Okay. Da ist einer, Digga. Nein, hinter mir. Drohne. Ich würde gerne mehr Killstreaks haben, ich habe echt nicht die besten. Streuen wir den selben Weg lang. Ich mag diese Stelle hier. Ich mag das hier, das gefällt mir, dieser Headshot. Granate habe ich auch nicht eingesetzt. Ich lege mich mal nicht mit ihm an. Ich will ihn so töten. Drohne nähert sich. Das Teil war im Weg leider. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Das Teil war sehr im Weg. Okay, der will hier nicht hin, okay. Oh, das spawnt aber eine Menge. Ah, mein Gott. I'm playing so bad. Oh mein Gott. Feindlicher Geist im Operationsgebiet. Achtung, feindliche Drohne. Okay. Diese Gegner sind nicht scheiße, sage ich mal so. Also vielleicht sollte ich das Ganze mal ein bisschen mehr ernst nehmen. Der Typ ist tot, wieso laufe ich hier lang? Okay. Ey, wenn ich das in ein paar Monaten ansehe, denke ich mir, holy shit. Dieser Spot übrigens gefällt mir sehr gut. Hinter mir. Ich hab ihn gehört. Habt ihr gesehen? Oh mein Gott, ich hab ihn gehört. Nice. Haben die einen Heli in der Luft? Alter, was zum Teufel? Wir verlieren das Game. Haben die einen Heli jetzt in der Luft oder nicht? Ja, haben die. Oh, cool. Nice. Hellstorm über uns. Hellstorm haben die auch noch? Okay. Alter. Ich kann, Alter, ich gehe negativ, oh mein Gott. Feindliche Drohne nähert. Ich war in diesem Game nur einmal bis jetzt negativ, ist schon ein bisschen blöd. Leitet uns aus den Händen. Legt erledigt. Achtung. Also ich war schon gut, wenn ich auf positiv gehen würde. Alter, okay. Jetzt kommen die Killstreaks angeflogen. Ich denke, das wird nicht so positiv sein. Achtung. Diese Runde spiele ich wesentlich so schlecht. Von oben. Da muss man echt so richtig... defensiv spielen. Feindliche diese Waffe vor allem. Unterwegs. Diese Waffe ist gut. Ich sag nicht, dass es an der Waffe liegt oder sowas. Feindliche Konter. Aber mit der ARK ist es quasi für diese Map. Oh, man kann nicht zielen, wenn man läuft. Was ist das? Ach, der hat mich gar nicht gekillt. Das war ja gar nicht.
Hey. Okay, das war eine sehr schlechte Runde. Ich bin sogar negativ. Also, es war meine schlechteste Runde bis jetzt. Bin ich hier der Einzige, der kämpft? Oh. Oh, das ist, nervt ein bisschen, dass es immer so blau ist, sag ich mal. Okay, ja, das war meine schlechteste Runde. Meine Teammates haben auch schlecht gespielt. Ja, diese Waffe ist einfach nichts für diese Map, glaube ich. Ist ein bisschen tricky. Außerdem werde ich mal Taktiksteuerung anmachen. Und ja, das war quasi das erste Mal, dass ich gespielt habe. Die zweite Runde habe ich extrem verkackt, aber stört mich jetzt nicht allzu sehr. Ja, auf dieser Map sind auf jeden Fall MPs die besten. Obwohl, das ist sogar eine MP, ne? Aber ich habe das Gefühl, die schießt extrem langsam. Und die ist mehr Long Range, glaube ich. Oder ist das eine Sturmwaffe? Ich muss mal kurz gucken. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute das spielen eigentlich momentan. Das würde mich sehr interessieren. Okay, Lobby verlassen. Oh, hier sind die Punkteserien. Hellstorm, Talon hatte ich. Was anderes habe ich nicht, leider. Spezialisten gibt es hier auch. Ah, genau. Übersteuerung. Oh, hier gibt es echt krasse Sachen. Level 3. Oh, es gibt viele Spezialisten. Wow. Geheim. Okay. Okay, okay, okay. Krass. Krasse Scheiße. Ist es eine MP oder... Das ist kein Scharfschützengewehr. Das ist ein Sturmgewehr. Ach so. Das ist hier ein MP. Die werden wir nehmen im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir MP spielen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniert jetzt, um uns dann schon bei Schnitten für dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1. Schau, was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Yes, Star Wars, also die...